Okay. Oh, wer da? Ein paar Penner von hinten. Ah, okay. Damit seid ihr gegrüßt zu einem neuen Brat-Pokémon-Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, ein paar Penner erwartet uns. Da kommt sie von hinten angerannt. Ja, genau das wird sie tun. Angerannt kommen. Warte, Kindchen! Ich muss noch ein paar Besorgungen in Klonsti machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Klong City. Gerne. Warum nicht? Dann komm! Kehre nach Klong City zurück. Ach so, ja gut, jetzt musst du halt nicht den ganzen Umweg machen, zurück durch die anderen Städte, die ich bereist habe, sondern werd von mir zurück teleportiert. So ungefähr. Bah! In Klong City ist immer so schrecklich staubig. Das hält doch keinen aus. Aber gut, einigen wenigen Pokémon mag's da ja gefallen. Also sei's drum. Ah, verstehe. Also, jetzt geht's vermutlich... Oh, schon ist er verschwunden. Jetzt geht's wahrscheinlich geradewegs hier nicht lang. Jetzt geradewegs auf der anderen Seite lang. Also das ist ja der siebte Ohren, wie wir erfahren haben. Vor einigen Parts. Also hier in Klong City findet der siebte Ohren statt. Gut, vielleicht gibt es jetzt hier neue Klamotten. Ich schau mal kurz rein. Könnte ja sein. Rundkragenpullover. Okay. Jetzt müssen wir unsere Jacke mal ausziehen können. Da geht es wahrscheinlich rechts weiter. Jetzt sind wir erstmal links lang gelaufen. Unruhestifter. Ich sehe sie gar nicht. Ah, hier könnte ich neue Jacken kaufen. Eine Reißverschlussjacke. Das sieht, ja, gut, nicht so mein Ding. Trainingshose. Ja, das scheint teilweise neu zu sein. Bin ich da nicht komplett irre. Sportkappe. Sonnenbrillen. Ja, nicht so meins. Nee, ich glaube, das sind auch die alten Sachen. Sind bekannt. Ja, gut. Wollen wir jetzt hier nicht zu lange shoppen. Geht's gleich direkt weiter. Auf der nächsten Route. Oder mit der Story, die da noch kommen mag. Ich sehe da schon den Beatis. Ach, Schreck. Der bleibt uns auch nicht vom Hals. Bist du hier, Rutschgarfen? Erfreut dich mein Anblick jetzt, wo ich kein Challenger bin? Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Ja, wenn du schon so provokant fragst, gerade nicht. Vielleicht hast du sogar recht damit. Seit ich disqualifiziert wurde, hast du schließlich deinen gefährlichsten Gegner vom Hals. Aber denk ja nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champerdern für den Liga-Präsidenten. Zählt mich darum, bitte nicht wieder in die Arena schon teilnehmen zu lassen. Na, das wird wohl nichts. Oha, wen haben wir denn da? Beatis, das selbstverliebte Arschloch. Ja, Verzeihung, aber es ist so. Ja, es ist irgendwie... Das ist mein strahlendes Pink. Der Junge nimmt kein Blatt vor den Mund und ein bisschen verschroben ist er auch. Ein bisschen verschroben? Der ist einfach ein Arschloch. Sorry für die Sprache, aber es ist so. Es ist leider so. Das trägt von Charakter. So mag ich das.
Die alte Semina. Willkommen zu meiner Arena-Mission. Pink! Pink! Von Kopf bis Fuß, Pink! Herzlichen Glückwunsch, Junge! Die hat doch nicht mehr, die hat doch eine Schraube locker, oder? Sie sind doch Papella, nicht wahr? Was in einer Welt sollte das eben? Olivia hat dich schamlos ausgenutzt und dich Wunschsterne für sie sammeln lassen, richtig? Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Misere helfen. Du musst nur mit mir kommen und bereit sein, Einsatz zu zeigen. Kennst du das Jungchen? Verzeihung, da ist mir was rausgerutscht. Kleines Hexenlachen vielleicht. Ob ich das kann? Ist das Ihr Ernst? Stellen Sie etwa meinen Können in Frage? Natürlich kann ich das. Ich werde Ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden dann schon sehen. Und dann bringe ich Sie dazu, mir alles zu verraten, was Sie über die Wunschsterne wissen. Die beiden Wahnsinnigen. Ich bin hier im falschen Film. Im falschen Spiel. So sieht's aus. Lasst mich doch in Frieden. Haut ab, ihr beiden. Es ist doch von Verrückten umgeben. Es ist ja. Da weiß ich auch nicht mehr was. Da fehlen mir auch die Worte. Wir verabschieden uns fürs erste Kindchen. Du solltest dich als nächstes auf Route 7 begeben und nach Zirchester weiterreisen. Ich bin besser als du. Spruch Betis. Ach Mensch. Sind wir denn vielleicht jetzt für eine Weile los? Guten Tag, willkommen im Pokémon-Center. Sollen wir deinen Pokémon wieder fertig machen? Jo. Okay, dann nehmen wir deinen Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Wir in meine Obhut. Ja. Kramor, ja, den haben wir im letzten Part entwickelt. Doch mein Starter-Pokémon hat sich entwickelt. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon sind wie topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Ich guck mal ganz kurz in die PC-Boxen. Box 7? Nee, das nicht. Box 1. Level 22 ist der Takiru. Okay, ich fürchte, der ist nicht mal neu auflevelbar. Ich habe überlegt, ob ich Kenny wieder in die Box tue und Takiru wieder reinhole. Das sind wir, glaube ich, ein bisschen zu spät. Und ich glaube auch Wendel und Rex und Kanto. Jawohl, die und der so, die sind alle ausrangiert. Das ist zu spät. Die können wir nicht mehr trainieren. Vielleicht finde ich noch ein paar andere. Noch ein anderes Elektro-Pokémon. Ansonsten ein Geist-Pokémon, was man dann statt des Pikachus nehmen kann. Ja gut, jetzt geht's mal auf zur nächsten Route. So sieht's aus. Hier entlang finde ich nicht komplett, aber da müssen wir hier. Hier geht's, glaube ich, zur nächsten Route. Ah, ja, da erwartet uns schon Sanya mit einem neuen Story-Dialog. Hallo! Na, wie geht es voran mit den Arena-Orden? Ich habe die antiken Städte von Passbeck jetzt von oben bis unten untersucht. Aber ich weiß noch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken. Ich weiß es. Oder wo sie sich heute aufhalten. So vieles ist noch unklar. Vielleicht hilft es, wenn ich mir noch mal die Wandteppiche in der Schatzkammer ansehe. Kabum! Nicht schon wieder. Was um alles in der Welt? Was war das? Das laute Geräusch eben kam aus dem Klaus-Stadion. Unter dem Stadion befindet sich das Energiewerk des Liga-Präsidenten.
Oh, eine Energiequelle. Hier? Was zum? Mein Energiequellendetektor schlägt aus. Soll das heißen, dass man hier Pokémon dynamisieren kann? Sanya, Zwergfürst, habt ihr den Knall eben auch gehört? Hättet ihr ihn denn bitte nicht hören sollen? Der war am besten. Der hat die ganze Stadt zum Leben gebracht. Also. Ja, wenn man nicht gerade komplett aller Sinne beraubt ist, dann hat man es irgendwie mitbekommen, oder? Ross führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, könnte sich mitten im Knoss ein Pokémon dynamisieren. Im Ernst? Das sollte ich besser Ross mitteilen. Gute Idee. Und ich komme mit, sonst verläufst du dich nur wieder. Das frage ich mich auch, wie der sich verläuft. Die Städte, die ich bisher besucht habe, die ich bereist habe in dieser Edition, waren jetzt nicht zu sehr Open World. Also selbst die Naturzone war jetzt, das ist jetzt kein The Legend of Zelda Breath of the Wild Spiel, wo man sich mal eben in der Landschaft verlieren kann. Es ist kein Open-World-Spiel, Nintendo. Das ist kein Open-World-Spiel, Game Freak. Also, verlaufen habe ich mich hier bisher noch nicht. So weiträumig ist die Map hier nicht. Also, das ist... Man kommt schon... Also, wenn man nicht komplett das Orientierungssinn in der Bratwurst hat... Ich meine, nicht selbst, wenn man das Orientierungssinn in der Bratwurst hat... Ich glaube, eine Bratwurst kommt hier auch zurecht in dieser doch sehr linearen Welt. Also es ist Kopfkratz. Ja. Kopfkratz. Das dazu. Das ist der beste Kommentar. Kopfkratz. Ich kann es kaum erwarten, dich beim Turnier nach der Arena Challenge anzufeuern. Überlass das hier uns Erwachsenen. Und mach dich auf den Weg nach Chilchester, damit du den nächsten Ohren schnappen kannst. Verlasst es den Erwachsenen. Ja, nee, ist klar. Wie alt ist Sanya noch gleich? Einerseits steht da eine Textbox, die mir sagt, wer da auf mich zukommt. Andererseits sehe ich ihn da hinten schon. Ach, hup, du schon wieder. Hey, Zwergfürst! Hergekommen. Ach Mensch, hier lässt man mich nicht in Ruhe. Diese Wald- und Papellas Fragen waren zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander. Aber zum Glück habe ich dich endlich wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Wieder ein Kampf gegen ihn, wenn es denn sein muss. Hier kommen wir nicht weiter. Hier waren wir, glaube ich, schon in einem Part, glaube ich, Part 24, in dem ich Claw City erkundet habe. Da habe ich ja alle Enden der Stadt mal erkundet, soweit ich kam. Jetzt müssen wir mal auf Route 7. So, Akku der Pokémon aufgeladen. Da sind wir voll aufgeladen. Kann es weitergehen. Ja, ist bei den Pokémon irgendwie ist wie bei Handy-Akkus. Du kannst einfach ein Pokémon-Zentrum wieder aufladen gehen. Jo, Route 7, raus aus Claw City. Da ist er. Zwergfürst, wenn ich stark genug werden will, um Dedeon einzuholen, darf ich nichts davor zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren. Neue Pokémon in deinem Team, ach was. Ich weiß sicher schon, worauf ich hinaus will. Wir müssen kämpfen. Das ist jetzt keine neue Sache, das Kämpfen, aber... Ja, der hat bestimmt neue Teammitglieder oder was. Sein Starter-Pokémon hat er komplett abgeschafft, oder? Wie sieht's aus? Au, jetzt können wir hier mal den... Jetzt können wir Kramo mal kämpfen sehen. Blackie in die Reihenentwicklung. Stahlflügel, warum nicht?
Probieren wir das doch mal aus. Jau, ordentlich. Trombak. Okay, Blick ist verwirrt. Es dürfte jetzt in diesem Entwicklungsstadium nicht mehr ganz so viel verletzen. So, Stahlflügel, vielleicht nochmal. Ja, so viel dazu, das sollte in diesem Stadion nicht mehr ganz so viel verletzen. Sollte sie nicht mehr verletzen. Gut, scheinbar ist Stärke jetzt kein Mittel gegen Verwirrung. Verletzt sich ordentlich selbst. Tja, was kann man dazu sagen? Tja, nicht mehr verwirrt, okay. Gut so. Da haben wir den ersten besiegt. Der Kampfstil erinnert mich irgendwie an den von meinem Bruder. Oh, ey, Lob. Von Seiten meines Rivalen. So ein Lob. Sehr schön. Fonifras. Ich kämpfe natürlich weiter. Der probiert hier wirklich neue Pokémon aus. Was zum Henker ist das für ein Ding? Wie will ich das wissen? Stahlfliege bringt's. Ein Volltreffer. Okay, vielleicht bringt's doch nicht so sehr. Auwei. Kramor besiegt. Was sagst du zu meinem Angriff eben? Den nenne ich mal eine saubere Leistung. Naja, Kramor war schon ziemlich gut. So heftig war es denn jetzt doch nicht. So, Rufus ist noch ein bisschen. Der braucht noch ein Level. Na komm. Wie wär's denn mit Nitro-Ladung? Ja, warum nicht? Schlitzer. Na komm. Verbrenne es. Das war ein Volltreffer. Na ja, gute Nacht. Hast du meinen Volltreffer gesehen? Ja, ich habe deinen Volltreffer gesehen. Das war jetzt nicht so spektakulär. Antike Kraft. Feuerpeitsche. Ach, der kann Feuer. Ja gut. Ja, na gut, hätte an seiner Farbe man irgendwie erkennen können, aber. Gut, ich habe auch noch andere Attacken. So kriegen wir dich auch klein. Keine Ursache. Hypertank. Was? Da hier eindeutig falsch eingesetzt. Ja, juckt mich nicht. Was wie Felswurf hat nicht geklappt. Hat verfehlt. Wie was? Hallöchen. Was soll der Mist? Antikkraft. Na komm, Rufus, das kriegst du doch wohl hin. Na komm, mach's platt. Wenn's sein muss mit Antikkraft. Verbrauchen wir die AP von Antikkraft. Ich will jetzt ein neues Level für dich. Na komm, mach's alle. Gut, das war's noch nicht ganz. Haltet durch. Huha. Okay, es hat durchgehalten. Na komm. Antikkraft. Sehr knappe Nummer. Aber ihr schafft. Sehr gut. Fonifras besiegt, oder wie das hieß. Neues Level. Sehr gut. Ninein und Rufus. Belektro. Ja gut. Na gut, kämpfen wir es zum Ende. Machen wir es zu Ende. So. 2 von 5 haben wir schon. Besiegt, dann kommt die letzte AP von Antikkraft. Schauen wir, was es bringt. Ja, nicht allzu viel. Aber gut. Wir sind eh geliefert. So, Rufus. Da war er besiegt. Wer braucht noch ein Level? Der Prof braucht noch ein Level. Gegen Elektro. Ja gut, was bringt denn was gegen Elektro? Ich würde mal sagen, Prof. Könnte klappen. Könnte man versuchen. Aquaknarre. Ich weiß nicht, wie ist das mit Elektrizität und Wasser? Wie ist das in Pokémon hier? Jod wird eher ausgetauscht. Das war ein guter Tausch. Das hast du super ausgesucht. Bin stolz auf dich, Elektro.
Hast du den ebenbürtigen Gegner ausgesucht? Ja. Auf jeden. Kenn ihn Level 37. Sehr gut. Naja, gut, hätten andere nötig. Ich kämpfe mal hiermit. Mit meinem Starter weiter. Relaxo. Auch lange nicht mehr gesehen. Doppelkick soll sehr effektiv sein. Na gut, dann machen wir's. Okay, das ist sehr effektiv. Naja. Naja. Water. Na, mach mal. So, komm. Doppelkick noch einmal. Müssen wir dreimal einsetzen, bis wir es besiegt haben. Oder viermal. Je nachdem. Sehr gut. Water. Das scheint ihn ein wenig zu stärken. Relaxo ist halt ein aushaltestarkes Pokémon. Also das aushaltestark. Ja gut, das ist jetzt kein deutsches Wort. Ihr wisst, was ich meine. Der hält ein bisschen was aus. Naja, ob man jetzt Relaxo als starkes Pokémon bezeichnen kann. Ja. Man kann. Feuerball. Jo. Das wollte ich mal präsentieren. Für alle Fußballfans. Und diese Entwicklung. Feuerball. Episch. Ich muss dann aber, glaube ich, nochmal Doppelkick einsetzen. Oh. Ja. Das bringt ja gar nichts mehr. Na komm. Fast besiegt. Body Slam. Das würde nichts nützen. Ja, nichts nützen. Sieht aber anders aus. Na komm, Doppelkick. Kriegst den. Langsam besiegt. Jo, ist schon ein bisschen zäh, dieser Kampf. Hope lässt sich nicht mehr ganz so einfach besiegen. Wie im ersten Part. Oder im zweiten Part. Weiß ich nicht. Als wir das erste Mal gegen ihn gekämpft haben. Jetzt habe ich irgendeine Attacke abgewehrt. So. Ja, gut. Der Endgegner. Einmal Supertank. Der Kampf der Giganten hier. Mordorf gegen Rotom. Ja, das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Sollte nicht. Ob es das wird, werden wir mal sehen. Supertank. Na komm. Wir zumindest mal die Chance probieren. Slam. Das sind schon keine schlechten Attacken. Das ist jetzt nicht übel. Na komm, lass mich einsetzen. Eine Feuerattacke. Ah, verdammt. Eine Feuerattacke wird reichen. Ja, wäre was so wie. Na klar, werde ich jetzt Prof einsetzen. Das ist, ja. Wasser gehen. Ja. Braucht man nicht zu diskutieren. Beleber würde ich mal sagen. Ach du Schande. Pflanzenkraft. Ich habe den Beleber verschwendet. Kopfkratz. Wir haben Kenny getötet. Ihr Schweine. Ja, so viel dazu. Dann nie vielleicht. Das wird es jetzt bringen. Turbo-Dreher vielleicht. Slam. Wird also durch. Na komm. Beeindruckend. Phänomenal. Die Menge dreht es durch. Der Wahnsinn. Das hat ja reingehauen. Ich bin beeindruckt. Belieber. Na komm. Von der Nervosität die Bartkratz. Ich kann nicht mehr reden. Konntest du das jemals, Zwergi? Konntest du das? Ich hatte schon mal einen Sprachfehler. Schon immer nicht, aber spätestens seit ich mit YouTube angefangen habe.
spätestens seit ich Dead Space mache. Das habe ich mir eintrainiert. Gut, das sieht langsam eng aus. Unterschätze niemals deine Rivalen. Na komm, Feuersäulen. Das muss den doch kaputt machen. Gut. Gurtrom. Ja, Gurtrom, das ist schon, so heißt er. Ist ein ernstzunehmender Rivale, ist ein starkes Pokémon. Aber wir haben es besiegt. Ja, da steht mal wieder ein Gewinner fest. Pokémon Trainer Hoop, wieder besiegt. Wenn ich selbst kein Durchblick habe, können eine Pokémon natürlich nicht von voll aufdrehen. Du gewinnst 8.880 Pokémon-Dollar und gehst dich gleich aus dem Kampf gegen Hoop hervor. Oh, eine Entwicklung. Hervorragend. Rufus entwickelt sich. Eine Entwicklung. Glückwunsch, dein Rufus hat sich zu einem, ja, zu Bowsers Endfestung, Bowsers finaler Festung in Super Mario entwickelt, so ungefähr. Monte Carlo. Ja. Barkatz. Für Monte Carlo wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Meist ist es friedfertig, aber wenn Menschen eine Mine zugrunde richten, sieht es rot und verbrennt sie mit 1500 Grad Celsius heißen Flammen. Ja, gut. Mal wieder übertreiben, Game Freak. Terrorschuss erlernen. Okay. Das ist aber ein ziemlich hoher Berg, den man auf dem Rücken trägt. Das arme Ding. Terrorschuss. Keine Stärke. Der Anwender übergießt das Ziel mit klebrigem Teer und senkt so dessen Initiative. Dadurch wird es schwach gegenüber Feuerattacken. Ja, gut. Ja, sieht vielleicht effektiv aus, sieht vielleicht ganz lustig aus. Ja, da sind mir meine Attacken, die ich bisher habe, doch wertvoller. Nee. Ich behalte mal die bisher erlernten Attacken. Danke, aber nein, danke. Weißt du, bevor wir in unser Abenteuer gestartet sind, war mir nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Immer wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, war Dedion einfach nur der strahlende Stern für mich. Aber inzwischen weiß ich genau, was seine Stärke ausmacht und was mir dazu noch fehlt. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du. Langsamer als ich? Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Also, ich bezweifle, dass das überhaupt Menschen möglich ist, langsamer als ich zu sein, aber gut, Wunder soll es ja auch noch geben. Aber ich bin schon viel stärker als früher. Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich mach noch schnell dein Team wieder fit. Na, Langsamkeit kann auch eine Stärke sein. Also das wollte ich mal hier, will ich mal hier klarstellen. Also Langsamkeit muss nicht nur eine Schwäche sein. Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nicht gegen meinen großen Bruder kämpfen. Ich will ihn besiegen. Ich will den Unschlagbaren schlagen. Du setzt dir aber hohe Ziele. Wenn du mich schon nicht besiegen kannst. Und wenn du Betis nicht besiegen kannst. Hope, du hast Betis nicht besiegt. Den Arsch. Die Arschkrampe von drüben. Das ist... Ist mir immer noch mal jetzt, wie Betis den Hope besiegen konnte. Ich meine, ja. Gut. Sobald ich mit den Arena-Ohren in Sir Chester geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Was zu erwarten war. Den werden wir nicht los. So, ich renne mal kurz zurück in die Stadt. Mal im Pokémon Center. Hust, hust. Da habe ich mich gerade verschluckt.
In meiner eigenen Spucke. So. Ja, hier im Pokémon Center mal das Team heilen. Es ist sehr geschwächt. Oh, da haben wir eine Weiterentwicklung. Wer fehlt noch? Wer braucht noch? Ich glaube, die haben sich entwickelt. Mein Team ist entwickelt. Außer Pikachu, ja gut. Der kann sich dann noch zu Raichu entwickeln. Ja gut, Route 7. Haben wir es heute nicht auf Route 7 geschafft. Aber hier erstmal nur die Dialoge und die Rivalenkämpfe ausgestanden. So, ich werde mal hier kurz speichern und was würde ich hier noch tun? Wollte mal hier gucken, ob ich jetzt noch hier eine Weiterentwicklung herbeiführen kann. Habe ich hier, wenn ich hier einen Elektrostein habe, Feuerstein, rissige Kanne, nee, kein Blitzstein, schade. Den könnten wir mal Kenny geben und der würde sich vielleicht mittlerweile dadurch entwickeln. Level 37 kann schon passieren. Blattstein wirkungslos. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen kleinen Elektrostein oder Blitzstein, wie auch immer der heißt. Der muss sich einmal speichern. Tja, so sieht's aus. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Uhren haben wir schon. Hervorragend. So, ich bin schon gleich am Part beenden. Hier noch kurz reingeschaut. So sieht meine Arena-Karte da gerade aus. Lel. LP Markus-Karte. Nice. So. Ja gut, dann machen wir hier auf Route 7 im nächsten Part weiter. Ja, stelle ich mich hier mal schön gehen, nehme das Routenschild, sehe da schon was blinken, das ist schon ein kleines Item, was wir am nächsten Part finden können. Heute nicht. Ich mache diesen Part jetzt zu Ende. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ihr kennt die Sache. Kommentieren. Nicht vergessen. Kommentare. Blablabla. Kommentare verfassen. Ja. Und so weiter. Fürstlichen Tag haben. Angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.